Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Jo, wir sind hier immer noch bei der Migrantenflotte. Oh, da geht's noch weiter. Talis Vater ist tot, den haben wir gerade gefunden. Ach so, von uns sind wir gekommen. Blödsinn. Tju. Jetzt setzen wir den ganzen hier ein Ende. Werden die Geth bezahlen. Na, wann waren safe. Bringen wir die quarianische Flotte hier um ihr Geld, um ihr Erspartes. Oh fuck, der hat Schilder. Hack ihn! Hack ihn! Feindliche Drohne! Geth Commander. Drohne hacken. Mach ihn platt! Aufpassen, Shepard! Hack ihn! Hack ihn! Gut gemacht. Schilde! Mach sie platt! Einer weniger! Geth. Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Na dann. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Kila, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt? Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden Sie... Wir sagen es Ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Tali, ohne diese Beweise wird man Sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurück zu können? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Rael'Zorah hat von ihrer Fürsorge nichts mehr. Sie haben gehört, wie er gesagt hat, dass er Sie aus der politischen Wolfshöhle raushalten möchte. Sie verstehen das nicht, Shepard. Sie würden seinen Namen aus den Unterlagen jedes Schiffes tilgen, auf dem er je Dienst getan hat. Das wäre schlimmer, als verstoßen zu werden. Er wäre ein Verräter an unserem Volk. Ein Monster, vor dem man die Kinder in gruseligen Gute-Nacht-Geschichten warnt. Ich kann nicht zulassen, dass das Gute, das er getan hat, dadurch zerstört wird, Shepard. Ja, aber denk mal drüber nach, was er gemacht hat. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Schwierige Entscheidung. Richtige Entscheidung wäre, Ihnen das zu sagen. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali-Zora nicht überlebt hat. Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Wir müssen auf Shepards Angebot seiner Unterstützung vertrauen. Wir sind da. Es sind erst wenige Stunden. Alter, ich stehe vor euch. Die Quarianischen Marines haben keine 5 Minuten überlebt. Verkünden Sie es. Schande, dass Shepard was oben die Opfer Mann, Alter, wir sind... Kleiner Fehler, ha? Also gut. Was tun wir? Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Tali-Zora, was Normandy hat die Alarei gerettet. Hoffentlich beweist das ihre Loyalität zum quarianischen Volk. Ihre Loyalität stand nie in Zweifel, nur ihre Urteilsfähigkeit. Vielleicht kann Tali-Zora etwas anbieten, damit wir ihrer Urteilsfähigkeit mehr Vertrauen entgegenbringen. Haben Sie auf der Alarei etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Mir ist unklar, welche Relevanz... Tali interessiert sie eigentlich gar nicht, richtig? Es geht bei diesem Prozess gar nicht um sie, sondern um die Geth. Diese Anhörung hat mit den Geth nichts zu tun. Sie wollen nur, dass die Leute mit ihnen sympathisieren. Garrel will in den Krieg ziehen. Um Tali geht es dabei keinem von ihnen. Sie weiß mehr über die Geth als jeder andere lebende Quarianer. Sie sollten auf sie hören, statt sie vor Gericht zu zerren. Tali-Zora hat die Citadel gerettet. Und die Alarei. Sie hat der Galaxie gezeigt, was die Quarianer ausmacht. Einen besseren Beweis gibt es doch gar nicht. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali-Zora, angesichts ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an, in Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Wenn Sie mich respektieren, dann hören Sie mir zu. Die Reaper kommen. Ich brauche Ihre Hilfe, um sie aufzuhalten. Bitte reiben Sie sich nicht im Kampf gegen die Geth auf. Danke, Commander Shepard. Ich hoffe, der Rat wird Ihren Rat berücksichtigen. Garrus sitzt einfach nur da hinten. Beendet. Geh in Frieden, Tali-Zora, was Normandy. Kea Seris. Geschafft. Ich kann nicht glauben, dass sie das geschafft haben. Ich auch nicht. Was sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Wir könnten wieder reingehen und sie doch noch verstoßen lassen, wenn sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist. Es macht Spaß, ihnen beim Brüllen zuzusehen. Tali, wegen dem, was ihr Vater gesagt hat, über seine Taten, Sie haben etwas Besseres verdient. Ich habe etwas Besseres, Shepard. Ich habe Sie. Kommen Sie, Tali-Zora, was Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Das nehme ich mit. Mit denen reden wir trotzdem nochmal. Die Admirale dachten, der Zwang, Tali zu vertreten, würde sie behindern, Shepard. Ich bin froh, dass sie sich geirrt haben. Du hast keine Überlebenden erwähnt. Hast du Rael gefunden, Tali? Er hätte dir sicher eine Nachricht hinterlassen, wenn er die Zeit gehabt hätte. Wir haben Raels Leiche gefunden. Er hat Tali eine Nachricht hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das für dich sein muss, Kind. Aber wenigstens hast du deinen Vater sagen hören, dass er dich geliebt hat. Ja, danke. Viel Glück hat er das gesagt? Mission. Ich hab schon wieder vergessen. Wie dunkel es ich glaube nicht. Die Flotte wird immer bei dir sein. Kila Selan. Dieses Gerede über Krieg macht mir Angst. Hoffentlich... Sie sind da draußen streng mit uns ins Gericht gegangen, Shepard. Und wir hatten es verdient. Danke. Tali hätte nicht in diesen Streit verwickelt werden dürfen. Aber verraten Sie mir eins. Was haben Sie dort gefunden? Bei aller Wortgewalt. Sie halten doch mit etwas hinter dem Berg. Tali, gibt es etwas, das der Admiral wissen sollte? Wir haben viele Leichen gefunden, Admiral. Darunter auch die meines Vaters. Woran immer dort geforscht wurde, es ist alles zerstört. Ich will dir das mal glauben, Tali. Ich habe ja ohnehin keine andere Wahl. Kämpfe gut und mach's gut, Kleines. Dein Vater wäre stolz auf dich. Sehr beeindruckend, Shepard. Danke für Ihre Hilfe auf der Alarei. Und danke, dass Sie Rael'Zorahs Tochter geholfen haben. Sie sind für sie eingestanden, während wir fehlgeleitet waren. Es war ein Fehler, unsere Befürchtungen bezüglich des Krieges in Talis Prozess einfließen zu lassen. Die Galaxie braucht mehr Leute, die ihrer Meinung sind und sie auch äußern, Admiral. Viel Glück. Danke, Commander. Oh ja, der hat recht. Wir sollten wirklich nicht in den Krieg gegen die Geth ziehen. Das wird nur... viele, viele Todesopfer fordern. Hey, Veetor! Shepard, wie kommen Sie denn auf die Raya? Shepard ist gekommen und steht mir beim Prozess bei. Ich hab's gesehen. Stand. Sie haben die Admirale dazu gebracht, Tali freizusprechen. Eine tolle Ansprache. Kann ich irgendwie helfen? Erinnern Sie sich noch an die Kollektoren? An irgendetwas? Nichts Neues. Tut mir leid, jedes Mal, wenn ich im Geist dorthin zurückgehe, dann... Veetor! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Tut mir leid, Tali, Commander. Ich will ja helfen, aber ich kann nicht. Ich habe nichts gesehen und woran ich mich erinnere. Keine Sorge, Veetor. Wir finden die Dinger, die dafür verantwortlich sind. Und wir werden sie beseitigen. Gut. Der hat schon genug geholfen. Der hat auf jeden Fall geholfen. Achten Sie auf sich, Veetor. Nur wenige wären nach dem, was Sie durchgemacht haben, noch bei klarem Verstand. Ich weiß. Bin ich aber gar nicht. Trotzdem danke, Commander. Ohne Ihre Hilfe hätte ich es nie so weit geschafft. Sehr beeindruckende Rede, Commander Shepard. Aber verraten Sie mir mal, ob Sie auf der Alarei Teile von Rael'Zorahs Forschungsergebnissen sicherstellen konnten. Nichts, das Ihnen helfen würde, Admiral. Schade. Na gut. Was einmal erschaffen wurde, lässt sich auch nochmal erschaffen. Es war sehr amüsant, wie Sie das politische Geschwätz der anderen Admirale entlarvt haben. Und es freut mich, dass Tali nicht verstoßen wurde. Hoffentlich findet Ihr Volk eine Lösung ohne vernichtenden Krieg gegen die Geth. Das hoffe ich auch, Commander. Das hoffe ich auch. Gute Ansprache, Shepard. Schon witzig, dass ein Commander die Admirale daran erinnern muss, was militärische Ehre bedeutet. Zum Glück haben Sie sie jetzt aus dem Kreuz merken. Und Sie mussten ihm nicht mal die Beweise geben, die Sie auf der Alarei gefunden haben. Ich habe nicht erwähnt, dass wir Beweise gefunden hätten, Cole. Zur Kenntnis genommen, Ma'am. Wissen Sie schon, was Ihr nächster Auftrag sein wird? Ich werde ein paar Techs eskortieren, die nach Hinweisen auf die Zunahme von dunkler Energie suchen. Vielleicht finden Sie die Ursache. Wo Sie mich auch hinschicken. So aufregend wie auf Haystrim wird's mit Sicherheit nicht. Was halten Sie vom Krieg? Werden die Admirale versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern? Ich werde vor keinem Kampf zurückscheuen, aber wenn die Admirale die Flotte auf die Geth hetzen, bleibt davon nur Schrott übrig. Die beste Methode wäre, einfach eine andere Lösung zu finden. Aber das kann ein Soldat nur laut sagen, wenn seine Vorgesetzten danach fragen. Passen Sie gut auf sich auf, Rieger. Sie auch, Shepard. Ma'am? Cole, nennen Sie mich einfach Tali. Ich werde daran arbeiten, Ma'am. Die Alarei war ein guter Anfang, aber da draußen sind noch viel mehr Geth, um die wir uns kümmern sollten. Ja, irgendwas müssen wir gegen die Geth. Aber ihr müsst doch nicht allein gegen die Geth kämpfen. Mann, die betreffen uns doch alle irgendwie, oder? Aber gut, das ist auch das Problem, wenn wir sicher in den Griff kriegen. Dieses Gerede macht mir Angst. Hoffentlich bleibt es beim Gerede. Hoffentlich. Puh, ist geschafft. Und zwar mit verdammt guten Auskommen. Bisher ist sie, glaube ich, nämlich immer verbannt worden, weil sie einfach nur ihren Vater schützen wollte und das halt einfach in Kauf genommen hat. Hatten wir wohl noch nie genug Gutpunkte, um das so hinzukriegen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Update über den Jungen. Captain Bailey, C-Sicherheit. Hey Shepard, wollte Ihnen nur mitteilen, dass es dem Drell-Jungen gut geht. Rechtlich ist alles geklärt. Er arbeitet jetzt für mich. Er hilft mir mit dem Abschaum in den Bezirken, damit das Leben für Jungs wie Maus irgendwann mal besser wird. Sicher nicht perfekt, aber es ist schon perfekt. Sehr gut, sehr super. Das ist doch der richtige Pfad, oder? Keine Ahnung, ob ihr den Drell mit meiner... Was? Keine Ahnung, ob ihr, Drell und meiner miteinander reden, habe ihm gesagt, dass das Leben zum Schweigen zu kurz ist, aber ich weiß nicht, ob das bei ihm angekommen ist. Der spricht wohl aus Erfahrung. Samara. Wo ist Samara hier? Meditiert wahrscheinlich irgendwo. Da nicht. Ah ja, genau. Ma'am? Ich bin froh, dass ich mich Ihrem Team angeschlossen habe. Es ist zu lange her, dass ich mit Gefährten unterwegs war. Wenn es soweit ist, werde ich alles tun, was notwendig ist. Sie sind ein wichtiges Mitglied der Crew, Samara. Es ist mir eine Ehre. Aber es gibt da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Sagten Sie nicht, Sie hätten Ihre Spur nach unserer Mission aufgenommen? Ich weiß, wo sie ist. Jetzt. In einem Monat kann sie wieder weg sein. Es ist die beste Gelegenheit, die ich je hatte. Wo ist sie? Omega. Ein Nachtclub namens Afterlife. Scheint mir für Sie ein perfektes Jagdgebiet zu sein. Das kennen wir schon. Wie wichtig ist das? Sie zu töten ist seit 400 Jahren meine Aufgabe. Es ist das Wichtigste in meinem Leben und der Grund, warum ich Justikarin geworden bin. 400 Jahre. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Ardat-Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Eine Ardat-Yakshi ist also eine besondere Art von Mörderin? Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Diese Sache verlangt ganz eindeutig Ihre volle Aufmerksamkeit. Sie verwirrt Ihre Opfer, manipuliert Ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um Ihre Gunst zu erringen. Wir müssen Sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur, dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Sie sagten, es sei genetisch. Wie viele Kinder haben Sie denn? 3. Und es gibt derzeit 3 Ardat-Yakshi. Es ist genauso, wie es sich anhört. Morinth war immer die Wilde. Sie war glücklich und frei. Aber auch egoistisch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für Sie sein muss. Ich will kein Mitleid, Shepard. Ich nehme es nicht an. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Warum ist das Ihre Schuld? Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Wie ist das alles geschehen? Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen oder einfach ganze Nächte durchgetanzt. Ich habe viel gelernt, viele Erfahrungen gemacht. Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Aber in einem einzigen Moment wurde mir all das genommen. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, dass nichts so war, wie ich es mir gedacht hatte. Ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß, wird mit mir sterben. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Solche Momente verändern einen. Und ich habe noch Jahrhunderte vor mir, in denen ich damit leben muss. Ich rede zu viel, verzeiht Sie. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir werden Morinth finden. Oh ja, das ist nicht einfach. 3 Kinder hast und alle 3 sind durch einen genetischen Defekt hochgefährlich. Na gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Im nächsten Part wir fliegen erstmal in den Stern. Ja, im nächsten Part werden wir uns dann um Morinth kümmern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!